Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier heute die neue BH Cosmetics Crystal Zodiac Kollektion und die möchte ich heute mit euch testen. Ich bin gespannt, was BH Cosmetics sich wieder einfallen lassen hat. Ihr kennt mit Sicherheit die anderen Zodiac Paletten, das sind diese wirklich sehr, 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 sehr großen Paletten, die sehr, sehr viele Farben und sehr spannende Farben drin haben. Und da gibt es jetzt eine neue Kollektion. Das ist die Crystal Zodiac Linie und die ist anhand von, ja, Kristallen so ein bisschen inspiriert. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber dieses ganze Kristallthema ist in den letzten Monaten, ja, anderthalb Jahren so komplett, es war auf einmal da. Ich finde es nicht schlecht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Kollektion kann. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und fangen auch gleich an. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und Lust habt, mit mir ein bisschen in meinem Gesicht zu zaubern. Falls ihr neu seid, freue ich mich, dass ihr hier seid. Ich bin Maxim. Ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren. Ich lande dreimal die Woche hoch. Habe hier hinten eine kleine Antenne, damit ich mit meiner Familie auf dem Mars telefonieren kann. Und ja, Freunde. Ich würde vorschlagen, let's go. Dieses Video ist vorproduziert. Ich kann also nicht auf den Tee eingehen, der gerade so auf der Welt passiert. Es ist nämlich heute Sonntag, der 16. Februar. Und die Sachen kommen, glaube ich, am 20. raus. Das Spannende bei der Kollektion ist, die ist nicht auf bhcosmetics.de erhältlich, sondern ausschließlich bei DM. Und ich würde vorschlagen, ich zeige euch einmal ganz kurz die Kollektion. Wir haben hier einmal die Crystal Zodiac Palette. Die ist in so einem Pappkarton. Die ist wieder sehr, sehr groß. Meine Familie ruft mich gerade an hier hinten. Und die Verpackung sieht einmal so aus. Also wieder sehr, sehr schön. Wir haben so ein paar Sternzeichen hier mit dran. Dann ist hier so eine Holo-Packung. Dann ist hier so eine Holo-Folie. Und ich würde vorschlagen, ich mache sie einmal auf. Tada! Das ist einmal die Palette und ich zeige sie euch einmal ganz kurz. Wie wunderschön sind diese Farben. Vor allen Dingen hier diese Schimmertöne. Die ist ähnlich aufgebaut wie die anderen Zodiac-Paletten. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde die am spannendsten. Weil die anderen waren eher so ein bisschen softer von den Farben her, wenn man sie sich angeguckt hat. Hier haben wir tatsächlich aber schön blau und lila. Wir haben Warm Tones hier unten, so ein bisschen gelb, orange und rot. Und hier dann so ein bisschen, ja, was Alltagstauglicheres oder was Buntes. Also vom ersten Eindruck her eine sehr, sehr schöne Zusammenstellung, die sehr, sehr viele Looks beinhalten kann. Ich kriege ganz oft von euch Nachrichten, wenn ich euch frage, irgendwie, wie viele Paletten habt ihr, was für Paletten habt ihr, dass ihr diese Zodiac-Paletten habt, weil ihr nicht 500 Paletten zu Hause habt, sondern vielleicht 5, aber davon dann Paletten, die, ja, sehr vielseitig einzusetzen sind. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch jetzt anhand dieser Palette sehe. Ich zeige euch nochmal diese Schimmerfarben. Die sind alle so ein bisschen marmoriert. Also durchweg haben die alle so ein, ja, hier so ein bisschen beispielsweise blau und silber. Hier dann, ja, grünlich und so. Sieht sehr, sehr spannend aus. Ich bin gespannt, wie die Palette performt. Das werden wir selbstverständlich auch gleich ausprobieren. Es gibt dazu aber selbstverständlich, sonst wäre es nicht BH, ein Pinselset. Und das ist das Crystal Zodiac Pinselset. Und ich packe euch mal ein paar aus. Ich benutze nicht alle. Die für die Base benutze ich heute nicht. Die Pinsel sind alle so inspiriert von, ja, Crystals. Hier zum Beispiel Rosenquarz oder so einen lilanen, einen blauen, roten. Also sehr vielseitig und das sieht tatsächlich sehr hochwertig aus. Ich bin gespannt. Die Pinsel von BH, die sind durchweg gut. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen sponsert. Das ist hier tatsächlich nicht gesponsert. I wish. Nein, ist es nicht. Die sind gut. Ich benutze die Pinsel von BH sehr, 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 sehr gerne. Vor allen Dingen finde ich schön, dass sie sich halt regelmäßig was Neues einfallen lassen. Und so ein Pinsel, beziehungsweise diese bunten hier, die habe ich so noch nie irgendwo anders gesehen. Die Base-Pinsel werde ich nicht benutzen. Ich habe bei Instagram vermutlich heute auch schon ein passendes Tutorial zu einem anderen Look geschminkt. Da zeige ich euch dann die Pinsel aber nochmal ganz genau. Ich möchte heute tatsächlich einfach nur diese, ja, diese Eyebrushes benutzen. Da sind 12 Pinsel mit drin und wir haben einen Puderpinsel, einen Foundation-Pinsel, einen Blush-Brush, einen Contour-Brush, einen Setting-Brush, einen Shader-Brush, einen Blending-Brush, einen kleinen Blending-Brush, einen flachen Shader-Brush, Fluffy, Flat und Pencil. Also wirklich, das ist so eine gute Grundausstattung. Ich finde, BH, genauso wie Luvia, diese Pinselsets, die sind sehr, sehr gut, falls man noch nicht so viele Pinsel zu Hause hat und sich einfach so ein bisschen an dieses, man hat mehrere Pinsel zur Auswahl, rantesten möchte. Also da sind die wirklich gut. Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch sehr gut. Ich blende euch hier einmal die Preise für die Palette ein.
Ich glaube, die liegen bei 24,95 und das Pendelset auch so bei 20. Also ist gut. Ich bin jetzt aber gespannt, was wir auf die Augen kriegen, Freunde. Und ehrlich gesagt, wollte ich eigentlich was sehr, sehr Softes schminken. Das mache ich aber bei Instagram. Also falls du mir noch nicht bei Instagram folgst, schau gerne mal vorbei. Da habe ich auch vermutlich heute eine Story zu gemacht. Und wir kümmern uns heute so ein bisschen um die dunkleren Farben. Das ist im Moment tatsächlich so mein Vibe. Blau. Ich liebe Blau im Moment. Ich liebe dieses Lila. Ich liebe dieses Dunkle. Und ja, dieses ein bisschen mystischer. Deswegen würde ich vorschlagen, ich hole euch ein Stückchen heran und wir schminken was Schönes. So, Freunde, ihr seid zauberhaft nah dran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, womit ich anfange. Ich glaube, ich nehme jetzt hier erstmal, diesen Pinsel. Das ist der Nummer 8. Und damit gehe ich in dieses dunkle Grün hier. Hier drin ist auch wieder so ein irisierender Highlighter. Den swatche ich euch mal ganz kurz. Der ist so, ich habe leider nur zwei Hände. Sekunde. Der ist, ja, es ist fast wie so ein Topper. Also der ist sehr, 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 sehr hell. Für mich wird er wahrscheinlich zu hell sein als Highlighter. Den kann ich mir aber gut als Inner Corner vorstellen. Kickback ist gar nicht vorhanden. Ich nehme jetzt den Pinsel und platziere mir das hier außen einmal hin. Meine Base ist auch gesettet. Okay, ich habe nicht gedacht, dass gleich so viel Pigment rauskommt. Deswegen platziere ich mir das hier und blende einfach schon mal hier so ein bisschen hin. Also das war jetzt wirklich sehr intensiv. Ich finde auch, dass diese großen Lidschattenpaletten von BH richtig, richtig krass sind. Also auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Es gibt auch die kleinen, die sind auch sehr gut. Wobei ich da finde, dass die Pigmentierung immer, die ist nicht schlecht, aber die ist nicht so gut wie in diesen großen Paletten. Also ich finde, da merke ich zumindest auf jeden Fall einen Unterschied. Und BH ist sehr anwenderfreundlich und vor allen Dingen auch anfängerfreundlich. Also man kann damit auch wirklich nicht viel falsch machen. Ich bin ein bisschen beeindruckt, wie gut das jetzt hier ging. Ich mache den Pinsel ein bisschen sauber und gehe jetzt in die Farbe Lapis, in dieses matte Lila. Und das blende ich mir hier vorne hin. Mhm. Auch das ist da, das ist aber nicht ganz so deckend, finde ich jetzt, wie beispielsweise das Blau. Wobei Lila ist halt auch wirklich extrem, extrem schwer zu produzieren und zu machen. Das hat auch ein bisschen mehr Kickback. Also man muss da so ein bisschen Verständnis haben, das ist immer ein bisschen schwieriger. Aber ihr seht auf jeden Fall Farbe drauf. Ich glaube, dass das auch eine schöne Farbe sein könnte, um etwas auszublenden. Ich möchte das jetzt aber bombastisch fest auf meinem vorderen Auge haben. Sehr, 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 sehr spannend. Was ich auch gut finde, sind diese gebackenen, also diese runden hier, diese, ja, die sehen aus wie kleine Jupiter-Planeten. Es ist immer, aber es ist, ist ein bisschen schwer in der Hand. Also ich baue mir das Pigment hier so ein bisschen auf und ihr könnt mir, während ich hier verblende, schon mal gerne in die Kommentare schreiben, welche eure Lieblings-BH-Palette ist. Ich glaube, jeder von uns hat mittlerweile eine BH-Palette zu Hause, sei es die Ellie-Palette, sei es die Marvin-Palette oder die Bella-Palette. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ich nehme jetzt einen sauberen Pinsel und blende hier schon mal so ein bisschen den Rand aus. Und gehe dafür in dieses Blau hier rein, ganz leicht, um einfach so einen weicheren Übergang hinzukriegen. Und damit gehe ich auch wirklich über das Lila und über das Blau. Die ist wirklich etwas softer, aber mit der kann man richtig gut hier dieses Jade ausblenden, dieses Grün-Blau. Okay. Es geht in eine ganz andere Richtung als gedacht gerade, aber ich lieb's. Ich habe euch gefragt, welche Farben ich testen soll. Und ihr sagt, ich soll immer die dunklen und bunten Farben testen, weil ihr dann findet, dass es einfach ein bisschen eindeutiger ist, welche Farben gut sind und welche nicht. Dem würde ich fast auch zustimmen. So helle Farben sind recht einfach, aber diese dunklen, intensiven, vor allem blau-lila, das ist wirklich immer eine Meisterleistung. Das ging sehr, sehr gut auszublenden. Blue Chalcedony. She's here. Aber sie ist natürlich so ein bisschen softer. Also das ist eine richtige Transition Shade. Auch die Pinsel sind gut. Die greifen gut Pigment jetzt, so First Impression mäßig. Aber nicht zu viel, dass es schwierig wird, das auszublenden. Das ist das, was ich meinte mit, wir nehmen Pinsel, die anwenderfreundlich sind und die anfängerfreundlich sind vor allen Dingen. Jetzt nochmal in die Farbe Jade rein, hier hinten. Und dunkel mir das hier so ein bisschen ab. Und gibt dem Ganzen wieder so einen leichten grünen Touch. Oh, okay. Living. Und jetzt nehme ich nochmal einen sauberen Pinsel und gehe in die Farbe Rose Quartz, in das Helle.
und blende das hier so ein bisschen mit rein. Einfach, dass ich das Lila hier etwas weicher ausgeblendet kriege. Perfekt. Das ist so ein kleiner Trick, den ich euch geben kann. Wenn ihr keine hellere Farbe habt, wie von diesem Lila jetzt beispielsweise, nehmt einfach so einen matten, ja, helleren Ton, mischt die und dann könnt ihr damit sehr, 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 sehr gut ausblenden. Das ging sehr, sehr gut und einfach. Wow. Zum Verdunkeln gehe ich nochmal in die Farbe Amethyst und das setze ich mich hier außen hin. Und zwar der falsche Pinsel. Aua, meine Hand. Cool. Sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr dramatischer Look, würde ich fast sagen, für abends. Ich gehe auch gleich mit dem Pinsel, mit diesem kleinen Pencil-Brush in die Farbe Lapis. Das ist das Lila. Und das presse ich mich hier unten hin. Und in so kleinen Stempelbewegungen kriegt ihr wirklich das meiste Pigment raus. Ich finde, unten ist es immer ganz besonders schwierig, Pigment ans Auge zu kriegen. Ich weiß nicht, warum. Also unten ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wenn ich die Base nicht gesettet hätte, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher, aber es geht auf jeden Fall. Es lässt sich dann dadurch einfach viel, viel besser verblenden. Ich finde, sowas muss man immer etwas beachten. Wie soll ich es verblenden können? Klar, kann ich sofort Pigment auf dem Auge haben wollen? Kriege ich das Ganze dann wieder verblendet? Das ist die spannende Frage, was ich bei BH immer ganz gut finde, dass sie so eine gute Mischung haben. Ja, ich baue mir hier lieber ein bisschen auf, aber ich laufe nicht Gefahr, dass ich es nie wieder verblendet kriege. Bei den dunklen Farben seht ihr, ich habe so ein bisschen Kickback. Ich nehme jetzt auch hier gleich diesen Puderpinsel und das weg und das geht. Also es hat die Base jetzt irgendwie nicht versaut oder so, sondern es ging wirklich gut. Ich empfehle euch bei so dunklen Farben, Freunde, macht die Base wirklich vorher. Ich habe jetzt die Base schon gemacht, weil ich noch ein anderes Video gedreht habe. Aber das war jetzt hier wirklich easy. Das war easy. Gut, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich verdunkel das Ganze nochmal mit der Farbe Hämatit. Das ist hier. Für hier außen. Und das gibt dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen Tiefe und Dimension. Und dann würde ich einmal kurz eine Cut Crease drauf machen und bin gleich wieder zurück. So, und die Cut Crease ist einmal drauf, Freunde. Und jetzt kommen wir zum wirklich spannenden Teil, und zwar die Schimmertöne. Da bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich mag die ganz gerne eigentlich. Ich nehme jetzt hier den Pinsel Nummer 9 und gehe als erstes in die Farbe Blue. Das hier. Ich spreche es nicht nochmal aus. Und das presse ich mir hier hin. Okay, das ist so ein richtiges Icy Blau. Wow, okay. Und dann gehe ich in die Farbe Lapis, mische das so ein bisschen und das presse ich mir hier hin. Okay, krass. Dadurch, dass wir einmal dieses Weiße und dieses Blaue haben, wird das Ganze so ein bisschen silbriger und metallischer, was ich ganz spannend finde. Also ihr seht, wie viel Bewegung damit drin ist. Das ist nicht so ein klassischer softer Metallic-Ton, sondern das ist Bums. Das ist Bums. Dann gehe ich hier in das Äußerste von dem Blau und gebe mir das hier hinten hin. Das finde ich ganz schön, dass man wirklich auch so verschiedene Abstufungen hervorrufen kann, je nachdem, wie viel Farbe man mischt. Und jetzt habe ich wirklich einen sehr, sehr dreidimensionalen Schimmer. Cool. An meinen Inner Corner gehe ich jetzt hier in die Mitte. Das ist so ein irisierender Ton, der ist sehr intensiv. Und den platziere ich mich hier hin. Der passt sich so ein bisschen jedem Look an, weil der so ein bisschen schimmert in verschiedenen Farben. Und so sieht das Ganze ziemlich gut aus. Ich mache einmal Lashes und Lippen drauf und dann bin ich mit meinen abschließenden Gedanken hier. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit der neuen BH Crystal Zodiac Palette und den dazu passenden Pinseln. Ich muss sagen, mir gefällt das Ganze sehr, sehr gut. Meine Wimpern sind noch nicht ganz trocken, aber ihr seht das. Es ging super, super schnell, es ging super, super einfach. Und qualitativ sind die ja keine Überraschung mehr, ne? Also so ein bisschen, ja, okay, das Blau könnte ein bisschen fester sein, aber auf der anderen Seite kann man damit wieder andere Farben ausblenden. Swatch-mäßig richtig, richtig gut. Ich liebe diese gebackenen Dinger, weil die einfach so viel Bewegung auf euer Auge geben. Ihr könnt die als Highlighter benutzen. Ihr könnt die einfach so auf euer Lid geben. Also man hat mit diesen Paletten schon wirklich, ja, eine gute Möglichkeit, viele spannende Looks, aber auch schlichte Looks zu machen. Genauso wie die Pinsel, falls ihr noch kein Pinselset habt. Das ist eine gute Sache, sieht schön aus, wenn ihr so ein bisschen in diese Crystal-Richtung gehen wollt. Richtig, richtig schön. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look und zu der Palette sagt. Schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare, Freunde. Und ich danke euch, dass ihr wieder heute hier wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal.